Strafe, die nur 10 Sekunden in Anspruch nimmt. Sie würden immer die Gilberto in der 6. Giancarlo Fisichella, Uwe Halzen in Reihe 7. Michael Schmidt, ihr seid bestimmt auf den Fernsehern der Welt zu sehen an diesem Wochenende. Diese riesige blau-silberne Mercedes-Benz-Flagge wird ein Übriges dazu tun. Die aufsteigenden Raketen, verkneift euch das bitte während des Rennens. Die Fahrer sind nämlich sehr häufig heftig erschrocken, wenn ihr vor ihren Augen und Ohren ein Böller oder eine solche Rakete niedergeht. Dann hat sie natürlich immer die Befürchtung, dass da irgendetwas mit ihrem Auto nicht in Ordnung ist. Also eine Spannmeisterschaft geht in ihren vorletzten Lauf hinein. Dann haben wir den Sieger feststehen, den wollen wir zu Gebühren feiern. Aber wir freuen uns auf diese beiden Leute, den besten Tourenwagensport der Welt. Und ich denke, sie honorieren es mit ihrem Besuch. Ab geht die Post, langsame Fahrt im Moment noch. Der Schützenkuppel, Hummel und Mercedes-Benz nebeneinander. Reuter schießt los, da kommt von ihm die Atlantusen angeflogen. Jörg von Ommen setzt sich in die dritte Position. Jörg von Ommen, dritter Platz im Moment. Vorneweg fährt im Moment Dario Franchitti, Reuter, Jörg von Ommen in der dritten Position. So, und da ist ein weiterer Opel dazugekommen, Klaus Ludwig, dritter Platz im Moment. Das hat alles blendend funktioniert von der Disziplin her. Keine Rempler, keine Ausrutscher in die Botanik, keine Ausfälle in dieser ersten Runde. Und da werden die Opel-Fahnen hochgehen. Denn Reuter kommt als erster rein, das steht fest, aufgedrängt von Dario Franchitti. Reuter führt, Franchitti auf Mercedes, dann Jörg von Ommen Mercedes, dann Klaus Ludwig und Nicola Larini in der 6. Position, Courtim und dahinter, so wie es aussieht, Jan Magnussen, dann der Meister, Bernd Schneider und Linden. Und Sendigau im Moment an 10. Position. So, Reuter jetzt in einem sogenannten Mercedes-Benz-Sandwich. Und Reuter hat Probleme, so wie es aussieht, auch die Attacke von Jörg von Ommen auszubalancieren. Mercedes-Benz-Sandwich, ein Brötchen von Mercedes mit Opel-Aufschnitt, so sieht es im Moment aus. Der Silberpfeil, der D2 Mercedes, dahinter der Opel von Jöst, dann der Sonax Tabak UPS Mercedes von Jörg von Ommen und Klaus Ludwig macht es Sandro Nannini schwer, ihn zu überholen. Dann schon Sandy Grau, in der 20-jährige Augsburger, ist vorne mit dabei. Wir müssen jetzt mal abwarten, was mit Jan Magnussen ist. Jan Magnussen, der ja gerade ausgefahren ist in der Schikane, kommt jetzt herein. Jan Magnussen hat Federn gelassen bei dieser Kollision mit Cotimo. 11.06 für Dario Franchitti. Das wird ihm jetzt im Moment konstatiert. Es wird gefightet, auch im Hinterfeld wird gefightet. Da führt im Moment die Verfolgergruppe Sandy Grauer vor Nicola Larini. Man muss sich das ja mal vorstellen. Da fährt ein 22-jähriger Youngster von dem Meister von 1993 vor Nicola Larini. Und er kann ihn verholen. Dahinter Gigi Lerto. Also die beiden Bersenpiloten, Halzen an 8 und Mailänder an 11, fahren hier wirklich ein brillantes Rennen. Sie fahren 4 und so bemerkenswerter, was sie hier zu leisten imstande sind. Das Feld hat sich konsolidiert, an der Spitze Dario Franchitti, dann die beiden Opel-Piloten Reuter und der Sandro Nannini. Dann das Verfolgerfeld, das große Verfolgerfeld mit Sandy Grau, Nicola Larini, Uwe Halzen, Gigi Lerto und Yannick Dalmas. Dahinter Bernd Mailänder. Und dahinter Bernd Schneider. Das muss man sich ja mal reinziehen. Der Meister fährt hier im Moment am 12. Position. Das wird dann, es ist zwischen Jörg von Ommen und Sandro Nannini. Die kämpfen um die 4. Position. Und dann das Verfolgerfeld. Im Moment hat Sandy Grau noch Luft. So 10, 15, 20 Meter. Dann die Verfolgergruppe, angeführt von Uwe. 94er Auto. Jagd den jungen Werkspiloten in Mercedes-Benz, während Nicola Larini ein klein wenig den D-Zug aufhält, der sich hinter ihm bewegt. Zum Verhängnis geworden ist. Gleich sind die Fahrzeuge da, die Fahnen gehen hoch. Da ist Dario Franchitti, Klaus Ludwig. Scheint mir, dass der Abstand nicht geringer geworden ist, rein vom optischen Eindruck her. Uwe Halzen an der 6. Position.
natürlich für alle Werkspiloten hinter ihm ein klein wenig deprimierend. Das ist über Abstand auf 1,6 Sekunden geschrumpft. So, jetzt schauen wir mal die Zeit. 2 Zehntel von ihm. Es gibt zudem noch einen Lenkungsschaden bei ihm. Also schade drum, Louis, hätten dich gerne am Ziel. Jetzt schauen wir gleich auf unsere Zeitliste, wie es dort tatsächlich aussieht. Aber die Chance ist da, überhaupt keine Frage. Ludwig hat in einer Hand noch gerade leichte Rauchwolken, Rauchzeichen von sich gegeben. Hoffen wir, dass es nur eine täuschende optische Täuschung war. Wir sollen es alle. Ich hoffe, dass es eine optische Täuschung war. Ich hoffe, dass es eine optische Täuschung war. Aber ich habe so ein tolles Rennen gefahren ist, jetzt aber die Führung übergeben hat an den alten und Neumeister nicht, sondern was das Feuerlöschen anbetrifft. Also manchmal steht man wirklich wie ein Ochs vor dem Berg, wenn man diese Aktionen sieht. Unglaublich, also seien Sie mir nicht böse, wenn ich das sage. Da stehen Sie da mit Ihren Feuerlöschern und gucken zu, wie der Wagen abfackelt. Ich bin sprachlos. Franchitti in der ersten Position ausgefallen. Das ist natürlich nur Sport mit dazu. Was für ein Festival. 15 Runden sind gefahren, 4 stehen noch auf dem Programm. Da wittert jetzt 3 Runden bis zum Schluss. Ich meine, das wäre natürlich der Hammer schlechthin. Das wäre der Hammer schlechthin, wenn der Typ noch auf Siegerpodest fahren würde. Da kommt Ludwig, sicherer Ehrmann, ist höchst gefährdet. Und da kommen sie. Nannini hat aufgegeben. So sieht es jedenfalls aus. Nicht grundsätzlich zu fahren, sondern den Kampf. Nannini nicht mehr im Kampf mit Uwe Alzen, aber Uwe Alzen im Angriff. Da hat jetzt Manuel Reuter etwas nachgelassen. Es sind noch 2 Runden zu fahren, so wie das aussieht, oder? 2 Runden sind noch zu fahren. Das wär's doch. Vogel holt dir einen Doppelsieg. Es ist nicht zu glauben, was sich dort abspielt. In der Zwischenzeit ist Zetti Grau an die 7. Position zurückgefallen. Ja, verdammt doch mal, warum denn eigentlich? Aber konzentrieren wir uns auf die Spitze. Es sind in der Zwischenzeit die Nachrichten da. Schneider hat Ölverlust. Hoffen wir, dass es gelingt, das noch in die Reihe zu kriegen. Opel steuert dem ersten und einzigen bisherigen Doppelsieg in der DTM zu. Und ich wette, dass sie sich alle freuen werden. Bei Alfa und bei Mercedes-Benz. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt, wenn der Schaden nicht verliegt. Eine Runde noch, Klaus. Eine Runde noch, Manuel. Und dann wäre die Sensation perfekt. Und da ist es auch völlig wurscht, ob es um die Menschen rum. Und jetzt zeigt er, ist vorbei. Ja. Ist vorbei, fährt in die 3. Position. Ja, sowas ist ja unvorstellbar. Unvorstellbar. Ich würde sagen, ein Meisterstück, das der Uwe Alzen hier abliefert. Glückwunsch an die Opel-Piloten. Gar keine Frage. Im Halse stecken, wenn man dieser Fahrt zuschaut. Erster Platz, erster Sieg für Opel. Der Teufelskerl holt sich die 3. Position. Wenn es mir jemand vorher erzählt hätte, ich hätte ihn standrechtlich erschießen lassen. Weitere Reihenfolge. Jan van Hommen, Sandro Nannini,